Es war vielleicht doch etwas zu schön, um wahr zu sein. Juha Järvinen bekam 560 Euro vom Staat, steuerfrei, ohne Bedingungen, und er durfte so viel dazu verdienen, wie er wollte. Ich muss nicht ewig auf das Geld warten. Ich kann einfach machen, meine Ideen umsetzen. Doch dann die Ernüchterung. Statt die Studie auszuweiten wie geplant, will die finnische Regierung sie jetzt langsam auslaufen lassen. Offenbar fehlt das Geld. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Überlegungen, das bedingungslose Grundeinkommen zu testen. Berlins Bürgermeister Müller zum Beispiel will Langzeitarbeitslose, die gemeinnützige Arbeit leisten, besser bezahlen mit dem Mindestlohn. Es geht einfach darum, den Menschen auch mehr zu bieten, eine Chance zu haben, rauszukommen aus diesem bisherigen Sozialhilfesystem. Und wenn man sich einbringt, wenn man arbeitet, dann auch wirklich mehr verdienen können. Eine private Berliner Initiative ist da schon ein Stück weiter. Sie verlost 1.000 Euro Grundeinkommen im Monat, finanziert durch Spenden. Keine Sozialleistungen, kein Kindergeld, kein Hartz IV. Dafür aber ein Grundeinkommen für alle. Bringt das wirklich Vorteile für die Wirtschaft oder fördert es doch eher die Faulheit der Menschen? Darüber wird gestritten. Also es wird nicht die Faulheit fördern, weil der Mensch eben aktiv sein will. Und es fördert Kreativität, weil es ein bisschen Sicherheit bringt. Und die Sicherheit brauchen sie, um dann wiederum innovative Ideen entwickeln zu können. Die finnische Studie hätte zeigen können, ob sich das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich auszahlt oder nicht. Doch für Menschen wie Juha Järvinen heißt es jetzt wieder zurück zum Status quo. Ja, ein spannendes Thema. Vielleicht fangen wir mal mit einer grundsätzlichen Frage zum potenziellen Grundeinkommen an. Wie hoch müsste das denn sein in Deutschland? Naja, im Prinzip ist es das Existenzminimum, nicht? Und das liegt Pi mal Daumen bei 1.000 Euro für einen Erwachsenen. Nun müsste man aber vielleicht unterscheiden, das wissen wir alle, in Frankfurt sind Mieten und Dienstleistungen weitaus teurer als beispielsweise in Marburg oder in kleineren Städten. Würde das tatsächlich helfen, flächendeckend ein gleiches Grundeinkommen zu zahlen? Also sagen wir mal so, man kann natürlich sagen, klar, die Lebensverhältnisse sind unterschiedlich, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das jetzt nochmal auszudifferenzieren, weil auch der steuerliche Freibetrag fürs Existenzminimum ist überall gleich. Und es geht ja nicht darum, dass sie vom Grundeinkommen komplett leben. Es geht darum, dass sie eine Grundsicherung haben, die ihren Kopf erstmal frei macht, ja, die ihnen Sicherheit gibt, und von da aus gehen sie dann weiter, ja, und alle sollen auch weiter arbeiten, und dann werden sie bei den Frankfurter Mieten vielleicht ein bisschen mehr arbeiten müssen als irgendwie in Mecklenburg, aber das macht ja nichts. Wie würde sich ein solches bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren? Wenn man jetzt mal überlegt, 1.000 Euro bei 80 Millionen Leuten oder mehr, wo kommt das her? Das ist eine politische Frage, wo sie es hernehmen. Wir haben natürlich schon eine Menge Geld im Sozialsystem. Also wenn Sie beispielsweise ein Kindergrundeinkommen nehmen würden, 500 Euro pro Kind, ja, das können Sie im Prinzip schon heute finanzieren, ohne neues Geld zu akquirieren, wenn Sie einfach sämtliche familienpolitischen Maßnahmen in so ein Kindergrundeinkommen einfließen lassen würden, wo dann aber auch sowas wie das Ehegattensplitting reingehört, was zum Beispiel gar nicht Kindern, sondern nur Verheirateten zugutekommt. Wie sieht's aus mit der Wirtschaftsleistung? Angenommen, es gäbe ein solches Grundeinkommen in Deutschland, würde die Wirtschaftsleistung davon profitieren? Ich glaube schon, weil unsere Wirtschaft verkauft Ideen und Problemlösungen. Und wenn Sie Probleme lösen wollen, wenn Sie Ideen haben wollen, dann brauchen Sie einen freien Kopf. Und ein Grundeinkommen macht meines Erachtens den Kopf etwas freier. Und das sind auch die Erfahrungen, die man in den verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Finnland, gemacht hat. Ja, dass die Leute sagen, es geht gar nicht nur ums Geld, sondern es geht darum, dass ich es selbstverständlich bekomme und mich nicht um meine Existenz sorgen muss. Und damit können Sie, glaube ich, auch als Volkswirtschaft und auch als Betrieb wirklich verdienen. Und letztendlich ist ein Grundeinkommen ein Investment. Ja? Sie geben auch, ne, Sie kaufen auch, wenn Sie ein Unternehmen gründen, dann fangen Sie auch erstmal an, Geld auszugeben und hoffen, dass Sie hinterher davon profitieren. Und das wäre beim Grundeinkommen nicht anders.